wir doch mal mit Herrn Putzmann. Herr Putzmann ist der Empfangschef des Hauses. Guten Abend. Guten Abend. Herr Putzmann, bei Ihnen läuft ja nun alles zusammen, sozusagen, an Ihnen kommt man nicht vorbei. Sie begegnen eigentlich denen, die hier einen auswählen, oder? Also das heißt, Sie kriegen es mit, wenn einer kommt. Und wenn er sich so wie Julia Roberts als Pocahontas ankündigt, aber Sie wissen, auch wenn die Leute im Kognito kommen, Sie sind da. Dann weiß ich genau Bescheid, wer dann kommt, ja. Und wenn es notfalls durch die Tiefgarage geht. Genau. Weil manche wollen ja durch die Tiefgarage, manche wollen aber auch durch den Fronteingang, weil die wollen auch auf ihre Fans und Fotografen treffen. Ist das richtig? Also zu 90% geht es wirklich vorne raus und rein, nicht durch die Tiefgarage. Aber auch die Tiefgarage ist möglich. Wen haben Sie denn in Erinnerung als besonders unkompliziert und wen haben Sie vielleicht in Erinnerung als jemand, der den einen oder anderen Sonderwunsch hatte? Also besonders unkompliziert ist gewesen Nelson Mandela, der eigentlich nur durch seine Aura bestochen hat. Ja, an Sonderwünschen ansonsten anstrengend war mit Sicherheit Whitney Houston. Das lag aber an der Zimmer, die wir hatten, und an der Länge der Zeit. Und dann kam noch dazu, dass also ausgerechnet auf dem Weg von Nürnberg nach Berlin der LKW mit den Musikinstrumenten in Graben landete. Sind natürlich einige Sachen, die da zusammenkommen. Aber wenn man sich bei Ihnen einmietet, sozusagen ein riesengroßer Star ist, dann kriegt man gleich mehrere Zimmer, kriegt man eine ganze Etage. Wie läuft das bei Ihnen? Wenn es sein muss, auch eine ganze Etage. Oder wenn es sein muss, sogar zwei Etagen. Das ist das schon. Wenn jetzt die hohen Gäste kommen aus der Politik, wie wird damit umgegangen? Da natürlich sehr vertraulich, aber auch da war schon so, dass einmal eine ganze Etage zur Verfügung gestellt wird, die zum Hochsicherheitsbetrag umgebaut wird, inklusive Durchleuchtungsmaschinen und ähnliches. Sehr gut. Ist das ein Traumjob? Ich könnte mir vorstellen, dass das macht mehr Spaß als alles andere. Das ist ein Traumjob geworden. Hatten Sie ursprünglich immer vor, Empfangschef zu werden oder hatten Sie irgendwas anderes im Auge? Nein, also ich bin in die Gastronomie gesplittert durch Jobs nach dem Abitur. Das war dann eher Gastronomie. Und ich bin da so ein bisschen eingesplittert, habe es mir überholt. Das werde ich mit 23 Jahren leben. Nein. Wer hat das Hotelzimmer zerlegt? Nigel Kennedy. Nigel Kennedy, aber doch nicht mit seiner Stradivari, oder? Nein, das war dann mehr mit dem Champagnerflaschen. Ach wirklich, das gibt es noch und das in der Klassik, da sieht man mal. Aber vielleicht... Das ist allerdings Jahre her. Er ist auch alt geworden. Ja. Also wenn der wieder kommt, dann will er nur eine Fußmassage und früh ins Bett gehen, glaube ich. Der kommt nicht wieder. Ach, der kommt nicht wieder.